Und bei mir im Studio ist nun Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft. Guten Tag, Herr Wendt, schön, dass Sie zu mir gekommen sind. 40 Stunden hat es allen Ernstes gebraucht, bis man dieses Waffenarsenal entdeckt hat. Da fragen sich viele Menschen, das kann doch nicht sein. Frau Klette ist am vergangenen Montag festgenommen worden und dann Mittwochabend erst hat man das gefunden? Ja, das fragen sich vor allen Dingen die, die zu viele Krimis gucken und glauben, das läuft in der Wirklichkeit so ab, dass der Kommissar oder die Kommissarin locker einmal durch die Wohnung geht, überall reinschaut und natürlich in Sekundenschnelle die Beweismittel entdeckt. Wenn die Täterin festgenommen wurde, der Tatort gesichert und geschützt ist, dann hat die Polizei erstmal Zeit, das mit großer Sorgfalt übrigens und auch unter Wahrung der Eigensicherung zu machen. Und dann wird überhaupt nirgendwo reingeschaut, wovon wir nicht wissen, dass das auch sicher ist, da reinzuschauen. Schauen Sie, wenn wir den Schrank einfach aufgemacht hätten und da würde eine Sprengfalle auf die Polizei warten und das ist bei diesen Terroristen nicht unüblich und der Tatort würde in die Luft fliegen, das wäre eine Ermittlungspanne. Das ist sorgfältiges, kriminalistisches, gutes Vorgehen. Aber selbst BKA und LKA Berlin hatte dann die Ermittlungsarbeit übernommen, auf Anweisung des LKA in Niedersachsen, da hat es ja offenbar Unstimmigkeiten gegeben. Also es hätte doch ein bisschen schneller passieren können, auch wenn man nicht nur Kriminalfall-Fan ist. Ja, wenn ein Tatort übergeben wird, dann dauert das auch seine Zeit. Denn alle Informationen müssen fließen und müssen genau fließen. Hier geht Sorgfalt und Eigensicherung eindeutig vor Wissbegierde von Journalisten, die das ganz schnell wissen wollen. Aber jetzt fragt man sich natürlich dieses Waffenarsenal, was gefunden worden ist. Das spricht doch wohl nicht dafür, dass Frau Klette eine RAF-Rentnerin gewesen ist. Also wenn man solche Waffen weiter Das sind auch nur aufhebt, Formulierungen. Da müsste man doch wirklich davon ausgehen, da könnte noch was geplant worden sein. Ja, und jetzt wäre es wirklich sehr, sehr spannend, wenn die Polizei beispielsweise in die Kommunikationsvergangenheit von Frau Klette hineinschauen könnte und sehen könnte, mit wem hat sie sich eigentlich besprochen. Denn offensichtlich gibt es ja ein Netzwerk dahinter. Solche Waffen, die kauft man ja nicht am Bahnhofsvorplatz, sondern die kommen ja irgendwo aus dem Ausland. Beispielsweise, wenn ein Kalaschnikow dabei ist, könnte sie aus sowjetischen Beständen kommen. Da braucht man ja eine Organisation dahinter. Und um 30 Jahre lang unterzutauchen, braucht man auch Unterstützer. Und wenn man jetzt wüsste, mit wem hat Frau Klette beispielsweise in den letzten Monaten telefoniert, mit wem hat sie sie abgesprochen, aber wir sind ja in Deutschland hier. Das heißt, Vorratsdatenspeicherung gibt es nicht. Diese Daten sind alle verloren. Das ist ja das, worüber wir seit Jahren sprechen und warum wir immer wieder sagen, wir müssen bei Tatverdächtigen in die Kommunikationsvergangenheit hineinschauen, um Netzwerke zu entdecken. Die können wir möglicherweise anhand anderer Spuren jetzt ermitteln, aber das wird natürlich umso schwerer, weil wir diese Daten nicht haben. Herr Wendt, was spricht denn aus Ihrer Sicht dafür, dass Ihre Ermittlungskollegen jetzt auch davon ausgehen, dass Staub und Garwig, die beiden RAF-Komplizen, dass die vermutlich auch in Berlin sein könnten? Ist Berlin tatsächlich ein hervorragender Ort, wo man untertauchen kann, wo man unerkannt bleibt, weil es Millionenstadt ist, aber auch, weil es hier immer noch ein Netzwerk gibt, was Sie eben angesprochen haben? Es gibt Netzwerke, es gibt vor allen Dingen eine große linksextremistische Unterstützerszene und man muss ja davon ausgehen, dass aus dieser Unterstützerszene auch die Unterstützung gekommen ist, um unterzutauchen. Das ist ja, und die Hauptstadt hat nun mal ein großes, auch linksextremistisches Potenzial, das erleben wir ja immer wieder und deshalb spricht vieles dafür, dass es erstens diese Unterstützung gegeben hat und dass auch die anderen Beschuldigten unter uns leben, mitten in Berlin. Und Frau Klette, man muss sich das ja mal vorstellen, war zwar vorsichtig, aber so richtig vorsichtig auch nicht. Sie tanzt in aller Öffentlichkeit und tanzt buchstäblich dem Staat auf der Nase herum, viele Jahre lang. Es ist aber auch sehr interessant, was Sie jetzt wissen aus den ersten Vernehmungen. Man hat ihr offenbar die Grundzeugenregelung angeboten, aber sie schweigt beharrlich. Ist das typisch für RAF-Terroristen? Ja, das ist typisch für RAF-Terroristen und nicht nur für sie, sondern für Mafiosi ja beispielsweise auch. Dieses Schweigegelübde, das hält und hält auch über Jahrzehnte. Ich glaube nicht, dass man viel von ihr erfahren wird. Rainer Wendt, der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, danke Ihnen Gerne. Für dieses Gespräch.